die Generalprobe. When no one else can understand me. Wir haben so viele gemeinsame Interessen und wir sind so von unseren Werten komplett auf einer Linie. Wir lachen super gerne und ja, eigentlich ist so alles perfekt, so wie es ist. The wonder of you. Man gibt ja ein Versprechen für die Zukunft und dass man füreinander da sein will und das ist auch eine ganz schöne Liebeserklärung. Warum heiratet ihr denn überhaupt? Könnte doch auch alles so bleiben, wie es ist. Ja, gute Frage. Sie hat Ansprüche gestellt. Man wird's mal. Ja, hier. Nee. Ich glaube, das war einfach schon klar, dass man so eine sich das noch mal bestätigen lässt. Weil wir so eine gute Basis einfach auch haben. Weil wir ja schon wissen, wir haben das jetzt schon 14 Jahre. Und wir haben ja auch schon so viel durchlebt, aber irgendwie hat es auch immer, also wir haben immer einen anderen gefunden. Die Zeit bis zur Hochzeit ist für unsere Paare voller Herausforderungen. Für eines der drei wird alles ganz anders kommen als gedacht. Nadja und Thomas haben bereits standesamtlich geheiratet. Jetzt planen sie ihre Luxushochzeit, eine freie Trauung. Hi! Hallo! Heute geht es um die Deko. Das Paar hat sogar eine Wedding-Plannerin. Svenja Fischer wird ihnen alles Organisatorische abnehmen. Aber es wird mich wahnsinnig machen. Also du hast 100 Gäste und musst erstmal diese ganzen, was für Farbkonzepte und wer beschriftet das alles und dann bastelt man und trifft sich und nee, also das ist, wäre mir glaube ich zu viel gewesen. Wir decken es einfach mal thematisch gleich hier ein und dann schauen wir, was euch gefällt. Alle Dekoartikel für die Hochzeit werden geliehen. Die Plannerin bespricht mit dem Paar seine Vorstellungen und Wünsche. Eine wichtige Rolle spielen Zitronen und Ramazzotti. Damit stießen Thomas und Nadja an, bevor sie sich zum ersten Mal küssten. Jetzt, wo ich das so sehe, finde ich das so schön. Und ich habe echt schon so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil ich dann gedacht habe, oh Mann, wow. Also ich finde halt, das ist jetzt was, das habt ihr so noch auf keiner Hochzeit in Deutschland bisher so gesehen. In den USA sind aufwendige Hochzeiten nichts Besonderes. Auch hierzulande wird das Heiraten immer öfter ein Riesenevent. Ich finde, das sieht mega aus und ich hab nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich finde sogar, das Besteck sieht viel schöner aus als das Besteck. Es ist selten, also, dass ein Mann überhaupt hier eine Meinung in diesem Raum vertritt. So mal, oftmals ist es auch so, dass die Männer dann einfach nur so daneben stehen und sagen, ja, es gefällt mir schon. Ja, ich überrasche mich gerade auch selber ein bisschen. Okay. Wir machen jetzt einfach von der Kombination und von der anderen gerne auch mal Fotos. Ja. Mhm. Dann nehmt ihr das Ganze mal im Kopf mit nach Hause und überlegt und sagt mir dann einfach in den nächsten Tagen Bescheid. Guck ich noch, dass ich die Gläser mit drauf kriege. Noch 8 Wochen sind es bis zur standesamtlichen Trauung von Marian und Basti. Diese Zeit oder diese Feier, ich möchte das nicht aus meiner Hand geben. Ich möchte selber planen und organisieren und mitwirken, wie sich dieser Tag gestaltet. Ich denke einfach, diese Zeit ist es mir wert, das selbst zu machen. Marian ist von Beruf Fernsehcutter. Basti arbeitet im Personalbereich eines Möbelhauses. Beide sind seit 5 Jahren ein Paar. Heute suchen sie ihre Ringe aus, die etwas Besonderes sein sollen. Dass sie einfach individuell sind, dass sie das ausdrücken, was wir einfach füreinander sind. Und irgendwie, ich finde, dieses Zusammen, sozusagen, das ist das, was uns symbolisch halt nochmal irgendwie verbindet. Ja. Und das finde ich so. Dass die Ringe einfach zusammengehören und wir die quasi mit einem Wort, mit einem Symbol verbinden. Und
Und einer unter den anderen einfach nicht funktioniert. Genau. So, dann hole ich jetzt mal die Modelle dazu, dass sie sich jetzt auch mal Breiten und Formen von Ringen angucken. Ja. Mhm. So eine Breite oder ist zu breit? Das ist zu breit. Zu breit. Ich finde tatsächlich hier die Formen auch ganz nett. Ja. Also wir haben so recht schmale Hände, findest du nicht? Wir haben schmale Hände. Naja, ich habe eine Brustfinger. Wir sind brustig. Es soll eine Linie eingraviert werden, die für den Herzschlag steht. Oder ein geteiltes Wort. Erst wenn man beide Ringe aufeinander legt, ergibt sich ein Ganzes. Dann wollen wir noch einen Namen und eine Nummer. Dann machen wir das auf Ködel. Warum? Nö. Wieso jetzt auf... Wir machen das auf Rösner, weil wir dann auch Rösner heißen. Na gut. Rösner. Das sieht so gar nicht nach glanzvoller Hochzeitsvorbereitung aus. Ante und Franzi besuchen einen Ehevorbereitungskurs des Bistums Berlin. Super möglich. Sehr schön. Im Sommer will das Paar in Antes Heimat Kroatien kirchlich heiraten. Ante ist katholisch, Franzi nicht in der Kirche. Glaube an sich ist jetzt nicht ein Thema, warum ich Franzi verlassen würde. Oder das war mir von vornherein klar, wenn es weitergeht, dass man dann schauen muss, weil ich so eine gewisse Vorstellung von Hochzeit habe. Ich will kirchlich heiraten und dass man da gegebenenfalls irgendeinen Kompromiss eingehen muss. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass sie natürlich komplett mitzieht, was schön ist einfach so. Ich mache es schon der Liebe wegen, um auch Ante, weil ich auch... Je länger ich halt in die, sagen wir mal, kroatischen Familie aufgenommen worden bin, desto mehr habe ich natürlich gemerkt, dass das auch eigentlich eine schöne Sache ist. Das Drumherum mit allen Freunden, Familien und irgendwie, ja, finde ich das irgendwie schön. Na, der kirchliche Teil ist einfach nur ein sehr kleiner Ausschnitt eigentlich von so einem Hochzeitsprogramm, sag ich mal. Wir haben euch hier gebeten, um euch auch noch mal ein paar Sachen zu zeigen, die in einer Trauungszeremonie vorkommen. Die Religion gehört für Ante dazu. Trotzdem sieht der 32-Jährige einiges auch kritisch. Es gibt halt ein paar Passagen oder insgesamt so ein paar Sachen an der Religion, die ich nicht so gut finde. Und dementsprechend lebe ich meinen Glauben so, wie ich ihn für richtig halte. Einen Kurs wie diesen schreibt die katholische Kirche in Kroatien vor. Für den Stadtplaner und die Eventmanagerin geht es hier einen Tag lang um Werte und Partnerschaft. Es war großartig, wie ihr mitgemacht habt. Am Ende bekommen sie ein Zertifikat und eine Art Überweisung vom deutschen Pfarrer. Auf einer Hochzeitsmesse haben Nadja und Thomas die Dienstleistungen für ihren großen Tag gewonnen. Vieles kostet sie dadurch keinen Cent. Auch Hochzeitsplanerin und Floristin arbeiten für sie umsonst. Richtiges Dekorations-Eldorado. Hier fühlt man sich ja auch schon, als würde man heiraten. Ja, ich habe sogar, in 2 Wochen haben wir eine Hochzeit, da ist das Thema. Cool. Ja. Heute geht es um die Blumendeko. Die beiden Stuttgarter haben italienische Wurzeln und wünschen sich deshalb eine mediterrane Hochzeit. Das sieht super aus, oder? Ja, toll. Der Hochzeitsgewinn ist ein Gesamtpaket. Auswählen kann das Paar die einzelnen Dienstleister nicht. Dafür bekommt es ein so opulentes Fest, wie es die Promis feiern. Wir hätten das schon richtig schön gemacht, aber das wäre niemals in dieser Dimension auch nur annähernd vorgedrungen. Und dein Papa hätte uns auch jeder einen Vogel gezeigt. Jeder hätte uns, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Styling, Fotografen, Deko, Location, Band, DJ und vieles mehr sind Teil des Gewinns. Dadurch bekommt die Hochzeit einen enormen Wert. Mit allem Drum und Dran und allen Dienstleistern, die dabei sind, Barmänner, also ich schätze so zwischen 50 und 60.000. Ich hätte jetzt auch 60.000 gesagt. Also 60.000 wird es wohl drauf laufen. Ja. Also ihr könnt euch vorstellen, es wird auf jeden Fall der Knaller werden. Es ist der absolute Jackpot. Absoluter Jackpot. Mit diesem Budget liegen der Controller und die Risikomanagerin deutlich über den 13.000 Euro, die deutsche Paare im Durchschnitt fürs Heiraten ausgeben. Bei der Hochzeit von Marian und Basti soll ein guter Freund für sie und ihre Gäste singen. Steffen ist ausgebildeter Opernsänger. Kommt rein. Moin. Moin, mein Lieber. Kommt rein.
Also wir haben gestern auch über mehr als nur das eine Lied diskutiert. Wir wurden uns noch nicht ganz einig. Da kann ja schon irgendwie Musik laufen. Und das und so ein Lied, sagen wir mal 3 Minuten, ne, Standard oder so verschiedene. Das lassen wir doch mal. Das wird schon anders sein. Also gerade weil man auch selber mehr den Wunsch hat, das besonders schön zu machen und auch den Text wirklich komplett jede Botschaft rauszukitzeln, die es so gibt. Gerade wenn man weiß, dass den beiden das was bedeutet. Das ist schon eine Aufgabe, eine schöne, eine sehr schöne. Time and again I've longed for adventure. Touching your hand, my heart beats the faster. All that I want in all of this world is you. Also mir ist wichtig, dass wir eine Verbindung zu den Songs haben. Dass, also wir beide vor allem. An dem Tag sind wir in einer emotional aufgeladenen Grundstimmung und das wird es einfach noch mal verstärken. Was heißt, wir müssen viele Taschentücher einpacken. Ja. Try, 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 you will only come to this conclusion und so weiter. Mega. Genau. Zum Rausgehen finde ich es gut. Ja, das macht Laune und leitet Feier ein. Ihr Brautkleid hat Franzi schon vor über einem Jahr gekauft. Ja, bitte. Hallo Mama, ich bin's. Ja. Damit Ante es nicht sieht, versteckt sie es seitdem bei ihrer Mutter. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe mich so in das Kleid verliebt. Ich glaube, das war das dritte Kleid, was ich anhatte. Ja, glaube ich, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist es. Und dann habe ich das genommen. Und jetzt hängt es schon mal bei Mutti, wie sich dann wirklich anziehen darf. Ja. Ich selber hatte kein weißes Brautkleid. Das war damals in den 80ern nicht so in. Da hat man farbige Kleider getragen. Und das, also ich war weg. Gerührt war ich, auf jeden Fall. Die Hochzeit rückt näher und Franzi möchte das Kleid heute noch mal anprobieren. Man hat das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, weil ich finde es wunderschön immer noch. Jetzt mache ich das hier hin. Sehr cool. Das gefällt mir aber noch gut. Und das Kleid ist ja auch eigentlich, also es ist ein Beach-Hochzeitskleid. Ist aus so einer Beach-Kollektion von dem Designer. Und das wurde auch extra dafür so designt, für Hochzeiten am Strand, am Meer. Genau. Ich bin begeistert. Ja, wirklich. Genau so habe ich mir meine Tochter vorgestellt als Braut. Ob die 31-Jährige wirklich vor den Traualtar treten wird, ist seit kurzem gar nicht mehr so sicher. Mal gucken, ob das alles so hinhaut irgendwie. So ein bisschen Bedenken hat man dann trotzdem immer noch. Wir können ja nur hoffen, dass dann endlich Corona vorbei ist oder wenigstens nicht mehr so bestimmt ist. Ne? Thomas hat seine Freunde eingeladen. Einen richtigen Junggesellenabschied kann der 33-Jährige wegen Corona nicht feiern. Ja, und gestern habe ich erfahren, dass Thomas der ist, der groß heiraten wollte. Echt? Ja, hat Naja gesagt. Du wolltest doch groß heiraten. Und sie wollte eigentlich klein heiraten, oder wie? Ja, schon. Echt? Ja. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir einfach nach Italien fahren, nur wir zwei. Oder ja, okay, vielleicht noch die Eltern oder so. Ja, aber eigentlich willst du ja die Geschwister auch dabei haben. Ja, und dann, ja, und der muss ja auch noch dabei sein und der. Und dann kommst du halt schnell doch wieder auf eine größere Zahl. Ja, also deswegen, ich konnte mir beides gut vorstellen, aber hätte mir auch das andere gut gefallen. Ja. Thomas hat unsere Partys gesehen, dann hat er gedacht, sowas brauche ich auch. Jetzt muss ich ran. Ich muss auch mal auf die Kacke hauen und im Mittelpunkt stehen und einmal da vorne. Und jeder bewundert mich. Das war schon enorm, dass Thomas ihn Pascal, Domi und Thomas kennen sich schon seit der Schulzeit. Die Freunde stehen dem Bräutigam heute beim Anzugskauf zur Seite. Ja,
Tschüss. Tschüss. Auf dich, Thomas. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Oh, falsche Seite, wir sehen uns. Oh. Hey, du könntest in den neuen Katalog rein, hä? Irgendwas die Beste an. Wie gefällst du dir? Ich fühle mich richtig wohl. Gefällt mir mega gut. Es ist wichtig, dass ich mir gefalle. So. Ja. Natürlich will ich auch Nadja gut gefallen. Ja, ja. Aber in erster Linie muss ich mich ja wohlfühlen. Und deshalb, ich glaube, wir finden da aber schon zusammen, was den Anzug angeht. Die 36-jährige Nadja hat ihr Brautkleid schon vor Wochen gekauft, will es vor der Hochzeit aber noch nicht zeigen. Er hat sich ja gewünscht, als ich, bevor ich zum Brautkleidkauf gegangen bin, hat er gesagt, ja, fände es schön, wenn es sexy wäre. Und ich hoffe, es wird in Umhang. Man fiebert ja auf diesen Termin hin und dann möchte man schon irgendwo ja auch die beste Version von sich sein und zeigen und rundum wohlfühlen halt. Fertig. Jenny macht die Hochzeitstorte. Vor wenigen Wochen hat ihr Arbeitskollege Marian sie darum gebeten. Ich habe ja gesagt, weil die ja so ein bisschen das Konzept haben, dass das immer Bekannte machen. Die Fotos macht ja auch eine Bekannte und so. Und der Hochzeitssänger ist ja auch einer von den Freunden. Und ja, und deswegen blieb mir nichts anderes übrig, als ja zu sagen. Damit am großen Tag alles gut geht, backt sie heute 2 Torten zur Probe. Das wird jetzt auf Wunsch eine Mango-Maracuja-Torte. Haben sie sich gewünscht. Und die zweite soll eine Schoko-Himbeertorte werden. Heute findet das Probeessen statt. Im Hochzeitsfachjargon das Tortentasting. Kommt mal rein. Hallo, hey, grüße Jenny. Na? Wir haben dir noch was mitgebracht, das kleines Dankeschön für die Zeit, die du hast. Ja. Danke. Seid ihr denn schon bereit? Ja. Dafür seid ihr hier. Ja. Ja, alles klar. Passt auf. Moment. Bereit. Ta-ta-da-da-da-da. Oh. Mr. and Mr. Das hast du auch schon mit drauf. Wie geil ist das? Ach so. Wie geil ist das denn? Ja, passt optisch schon ganz, also so mega. Farblich ist es auch nicht so schön. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ein bisschen zu feminin ist. Wegen der Pinktöne? Ja, nee, die so. Pinktöne nicht. Finde ich nicht so. Normalerweise schön. Hätte ich die auch noch in dunkel gemacht, aber die Creme hat nicht gereicht. Oh, jeder sitzt auf seinen 4 Buchstaben. Herrlich. Die Sahne finde ich lecker. Der ist nicht zu trocken, ne? Der hat auch so eine schöne, kann man da Feuchtigkeit sagen? Ich weiß nicht, wie man das bei Kuchen nennt. Bei Franzi ist die Stimmung getrübt. Corona macht eine konkrete Planung ihrer Auslandshochzeit schwierig. Im Standesamt mussten sie und Ante vor wenigen Wochen ganz alleine heiraten. Das nimmt einen schon ganz schön die Vorfreude, weil man ja so einen bestimmten Plan ja auch im Leben hat und auch generell Vorstellungen, wie man die Hochzeit organisieren möchte. Das nervt, das ist frustrierend, weil ja keiner einem sagen kann, wie macht man es jetzt am besten. Immerhin, aktuell sinken die Corona-Fallzahlen. Antes Rugby-Training findet auch wieder statt. Ja, gibt auf jeden Fall Hoffnung, ne, dass er wieder mal draußen trainieren kann. Das ist schon mal schön zu sehen, so nach der Zeit. Aber es ist halt dennoch irgendwie nicht sehr beständig. Es ist halt so ein Auf und Ab. Und wäre schon cool, wenn es klappt, aber wir sind noch nicht so ganz sicher und schwanken noch. Hallo! Na, wie war's? K.O. Ja, hab schon gehört, ihr habt hier, könnt Zuschauer, ne, zulassen. Ja. Mal gucken. Trotz der Lockerungen bleibt die Ungewissheit, wie es weitergeht. Es sind halt viele Faktoren, es ist halt immer noch Ausland. Ich glaube, aktuell ist Kroatien kein Hochinzidenzgebiet, also könnte man da hinfahren ohne Quarantäne. Nichtsdestotrotz ist aber halt immer
noch so eine gewisse Gefahr da. Und da sind wir halt noch unsicher, ob wir es machen wollen. Das ist schon eine schwierige Entscheidung einfach. Die Zeit drängt. Heiraten oder verschieben? Was ist das Richtige? Ante telefoniert mit einer Hochzeitsagentur in Kroatien. Das Schwerste ist ja, die Leute müssen da hinkommen. Also Einreise, wie sind die Bestimmungen, wie sind die Fallzahlen? Wenn man wieder zurück will, muss man dann in Quarantäne. Und selbst wenn das alles halbwegs stimmen würde, hätten wir, glaube ich, einfach die Befürchtung, ist es dann so ausgelassen, wie wir es gerne hätten? Also würden wir uns dann unter den Bedingungen überhaupt wohlfühlen? Die Entscheidung ist gefallen. Franzi und Ante verschieben ihre Hochzeit ins nächste Jahr. Nadjas und Thomas' großer Tag. Mit Freunden haben sie schon in der Nähe ihrer Hochzeitslocation übernachtet. Also langsam steigt die Anspannung schon. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt so in den Himmel gucke, es gerade regnet es leicht, mache mir schon ein bisschen Sorgen. Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen. Gut. Dann ist alles in Ordnung. So das wäre ich am liebsten, ja. Für Nadja geht es jetzt erstmal 2 Stunden lang um ihr Make-up und die Frisur. Auch die Visagistin ist Teil des Gewinns. Das sind Momente für die Ewigkeit. Die werden bildlich und videografisch festgehalten. Und man heiratet ja auch eigentlich nur einmal im Leben. Von daher ist es ja verständlich, dass man auch wirklich perfekt aussehen möchte. Perfekt. Bisschen enger ran, bitte. In Italien bringen rote Unterhosen Glück. Die trägt man an Silvester zum Neujahr. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wird ja nicht falsch sein, wenn ich die auch zur Hochzeit trage. Noch 3 Stunden bis zur Trauung auf einem Weingut in der Pfalz. Ob die wirklich wie geplant in der Zypressenallee stattfinden kann, ist noch ungewiss. Wegen des Wetters wurde zumindest für das Dinner extra noch schnell ein Zelt aufgestellt. Meine Wetter-App sagt, also 15-20% Gewitterwahrscheinlichkeit. Eigentlich ist der Plan, dass wir mit einer Regenradar-App genau das Zeitfenster abpassen, wo es nicht regnet. Jede App widerspricht sich gerade so ein bisschen. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Eine Regenhochzeit hatte ich bisher noch nicht. Das wäre dann heute die Premiere. Aber noch geht's ja nicht los. Also warten wir mal ab. Ante und Franzi sind auf dem Weg nach Kroatien. Statt zu heiraten, machen die Berliner eine Hochzeitsvorbereitungsreise. Kaffee und Kuchen. Oh ja, ich hab richtig Hunger nach der langen Fahrt. Zwischenstopp in Baden-Württemberg. Ante und seine beiden Schwestern sind in Berlin geboren. Ihre kroatischen Eltern haben ihnen ein starkes Traditionsbewusstsein mitgegeben. Für alle ist eine katholische Trauung selbstverständlich. Ich glaube schon, dass man davon ausgeht oder dass das so gemacht werden muss, glaube ich schon. Aber ich habe jetzt nicht selber das Gefühl, den Drang zu haben, es meiner Familie zu beweisen, sondern wären es vielleicht nicht so schöne Hochzeiten gewesen oder wären meine Schwestern gegebenenfalls aktuell nicht glücklich oder so, dann würde ich es mir vielleicht überdenken. Ihr fährt morgen dann weiter, habe ich gehört. Wir fahren weiter. Ja. Wir haben Termine. Wir haben Termine für die Hochzeit. Für die Geschwister ist Kroatien die zweite Heimat. Antes Schwestern haben auch dort geheiratet. Dann gucken wir uns mal ein paar oder ein Video an. Einige kroatische Bräuche, die es bei den Hochzeiten der Schwestern gab, wird es auch auf Antes und Franzis Hochzeit geben. Der Gang durch das Dorf und das typische Brautfreikaufen sind fest eingeplant.
das sind so Events, wo man sich dann wirklich trifft als nach Familie. Es ist halt so ein Anlass, wo wirklich alle wirklich kommen in dem Sinne. Und deswegen lädt man dann auch ein paar mehr Leute ein. Wenn ich das so sehe, ich finde das auch total aufregend. Ich liebe auch große Feste. Und ich finde das auch mal, es hat, wie Antje schon meint, ist ein Anlass, dass alle zusammenkommen können. Genau. Das Paar rechnet mit mindestens 120 Gästen. Davon mehr als die Hälfte Familie. So, gut. Der Tag vor dem Standesamt. Marians Eltern sind aus Thüringen gekommen. Sie helfen bei den letzten Vorbereitungen. Das sind dann schon Geschenke, Marian. Die würden wir gerne schon hier lassen. Oder packst du es verkehrt herum? Okay. So. Ich heule morgen, das weiß ich. Dann bleiben wir hier das jetzt schon los. Ja, ja, doch. Diesen innigen Moment auch teilen zu können, so mit unserer Familie und mit Freunden, das finde ich tatsächlich irgendwie das Schöne, dass alle das so in guter Erinnerung behalten oder so einen schönen Moment einfach miterleben, der geteilt wird. So, das ist, ich habe immer den Spruch im Kopf, also Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und ich finde, das sagt zu viel über solche Momente aus. Mhm. Und war es klar, dass Marian mal heiraten wird? Nee. Ich hätte auch nie gedacht, dass er mal einen Freund nimmt. Ja. Dass er sich für einen Mann entschieden hat. Ja. Aber es ist für uns total okay, ja. Wir mögen Basti. No. Die ganze Familie mag ihn. Mhm. Auch Bastis Eltern aus Brandenburg sind endlich angekommen. Ich war extra beim Friseur, weißt du, und nun regnet dort. Halt dich mal unter mich. Wie viele haben wir noch? Einer. Warum sollen die nicht heiraten? Das ist doch heutzutage vollkommen normal. Ich kann mich noch damals dran, ich weiß nicht, ob sie das jetzt interessiert, als er sich damals geoutet hat. Ich war perplex, konnte nichts sagen. Und da sagt er zu mir, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, hat er gesagt, Mutti, wenn ihr das nicht akzeptiert, verliert ihr mich. Und wer will denn sein Kind verlieren? Wir nicht. Wir haben uns dann belesen und haben auch mit ihm uns unterhalten und so. Und absolut in Ordnung. Ne, jetzt haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Gar nicht, ne? Mhm. Wir nutzen Mutti und Party jetzt auch. Veganes gehabt. Ich merke, langsam steigt die Anspannung. Jetzt sind es ja nicht mehr 24 Stunden. Deswegen ist es ganz schön, irgendwie jetzt den Abend nochmal gemeinsam zu haben, bevor die Runde dann morgen noch mehr wachsen wird und noch mehr Familienmitglieder und Freunde dabei sind. Also ja, die Aufregung steigt ein bisschen. Ich lieg da nicht in der Ritze. Wie früher. Oh, das ist ja cool. Mami, wissen wir doch. Franzi und Ante sind an ihrem Wunschhochzeitsort angekommen, die Insel Kirk. Heute steht das Location Scouting auf dem Programm. Hallo. Hallo. Welcome. Gleich drei Wedding-Plannerinnen warten auf das Paar. Die Berliner haben sie für einen Tag gebucht, um mögliche Orte für die Trauung anzuschauen. Das Ambiente muss halt stimmen. Dass man da reinkommt und man sich irgendwie sofort wohlfühlt und dass man so ein Gefühl dafür kriegt, ah ja, können wir uns hier vorstellen, hier sind jetzt so um die 100 Leute, die jetzt feiern, essen, trinken. In diesem Hotel könnten Franzi und Ante mit all ihren Gästen feiern und übernachten. Die zweite Location ist eine Beachbar direkt am Strand. Hier müsste für die Hochzeit ein riesiges Zelt aufgebaut werden. Strand, Sonne, Meer. Sogenannte Destination-Weddings im Ausland werden immer beliebter. Das ist wirklich so Strand-Feeling, Kroatien-Feeling. Ja, das ist okay, cool. Ja. Ja. Als letztes steht ein Olivenhain auf dem Programm. Das Ambiente muss drumherum passen, es muss schön sein, aber jetzt nicht so high-level perfekt, dass man dann später sagt, keine Ahnung, die Gabel lag falsch oder irgendwie sowas. Nein, für uns ist es, glaube ich, auch schon so perfekt, wenn einfach alle Gäste happy sind,
das Essen schmeckt, genug Trinken da ist. Genau, eine gute Stimmung. Gute Stimmung. Ja. Nach 5 Stunden ist die Besichtigung vorbei. Okay. That's why buffet is more. Okay. Right now, but we are still coming. Habt ihr euch jetzt schon entschieden? Nein. Nein. Das wäre jetzt, glaube ich, auch zu einfach. Es sind zu viele Eindrücke. Da müssen wir erst sortieren, was ist uns jetzt wirklich wichtig. Aber vorstellen könnten wir uns aktuell bei jedem. Der Regen hat aufgehört. Die Trauung von Nadja und Thomas kann unter freiem Himmel stattfinden. Noch 2 Stunden, dann ist es soweit. Ich finde, es sieht jetzt schon wunderschön aus und wir haben die Blumendeko noch gar nicht auf den Tischen. Und später, wenn es dann auch dunkler wird und die Lichter hier dann alle leuchten, also ich glaube, die Braut wird mit dieser Plan-B-Variante sehr zufrieden sein. Bei Nadja laufen die letzten Vorbereitungen. Sie wird auch als Letzte zum Weingut fahren. Ich weiß, dass wir mit dem Styling fast fertig sind. Kommt es ja der Trauung immer näher. Ja. Sehr nervös. Sexy, sexy. Mhm. Das ist richtig gut gemacht. Ja, die Wimpern sind mega. Perfekt. Für Thomas geht es jetzt schon los. Mittlerweile scheint die Sonne. Es sind 37 Grad. Habt ihr die Blumen dabei? Die hab ich da sein. Ich schwitze wie ein Büffel, ey. Jetzt fahr, ey. Ich brauche jetzt nicht. Gegenwind. Steht die Luft. Thomas, ich bei mir auch jetzt. Ich darf noch nicht. Warum nicht? Er hat gesagt, ich muss eine Minute das warten lassen. Gut, Minute ist rum. Yeah! Jawohl! Die müssen mir sagen, wo es hingeht, ne? Geradeaus. Einfach geradeaus. Ich merke, dass es halt einfach ein voll emotionaler Tag heute ist. So. Ich stelle keine Erwartungen an den Tag. Also das soll einfach nur das Einzige, das soll einfach schön sein. Es ist der Morgen der standesamtlichen Trauung von Marian und Basti. Wollen wir denn einen trockenen machen? Wir machen eine Kiste mit den trockenen und eine Kiste mit den halbtrockenen. Wir sind keine Luxusmenschen. Wenn es eine Exklusivität hätte, dann wäre das nicht unsere Hochzeitsfeier. Dann würde ich mir ja auch irgendwie komisch vorkommen, wenn ich da jetzt alles sehr pompös hätte. Dieser Moment, wenn wir dann irgendwie am Altar stehen, also vor der Standesbeamte, wo die Frage kommen wird, ob wir heiraten wollen oder ob wir uns gegenseitig dann zum Mann nehmen wollen. Auf diesen Moment freue ich mich schon sehr. Tiefer? Tiefer. Wow. Ja, die sitzt gut. Perfekt, oder? Ja, sehr schön. Jetzt wird's aber wirklich ernst. Ich bin immer noch nicht aufgeregt. Ja. Heute treffen Franzi und Ante den Pfarrer, der sie nächstes Jahr trauen soll. Er kann leider kein Deutsch, aber dafür Italienisch und Englisch. Da müssen wir uns natürlich jetzt besprechen, ob wir vielleicht ein paar Szenen oder ein paar Stücke dann in Englisch machen. Aber jetzt im ersten Gefühl würde ich schon sagen, dass es dann überwiegend Kroatisch sein wird. Aber man könnte zum Beispiel die Lesung aus der Bibel auf Deutsch machen. Franzi hat ganz andere Sorgen. Die strenge Kleiderordnung der katholischen Kirche hier lässt sie um ihr Hochzeitskleid bangen. See here, so the shoulder are free. Is it possible or is it difficult? No, I think it's okay. It's okay? Yeah.
Ja. Okay. Man hat dann kurz gemerkt, okay, also er hat kein Problem damit, dass ich jetzt nicht Katholiken bin. Aber klar, sagen ja irgendwie alles, wäre dann mal schön, so die nächsten Jahre das mal anzunehmen. Und wenn wir alles schon jetzt gemacht haben mit dem Ehevorbereitungskurs und die Papiere haben, ja, da war er auch fein. Und ich bin auch froh, dass er mit meiner Kleidfrage auch d'accord war. Da hatte ich ein bisschen gerade Angst. Aber ich glaube, das ist machbar und ja. Nachdem die Formalien besprochen sind, geht es endlich dorthin, wo vor Gott alles besiegelt werden soll. Die Kirche von Niewice, dem kleinen Fischerdorf, in dem Ante als Kind jedes Jahr seine Sommerferien verbracht hat. Ja, ist schön. Das ist echt schön, ja. Stühle, Trauzeugen. Rednerpult. Ach, das ist okay. Ja. Genau. Ja, schon cool. Also ja, ich finde es also sehr beeindruckend irgendwie, dass das jetzt hier zu sitzen, vorzustellen, wie süß noch mal aussieht so von innen. Ich habe immer irgendwie so automatisch Demut, wenn man oder man reduziert sich selber, glaube ich, immer ein bisschen, wenn man in der Kirche ist, weil man doch so eine gewisse Aura hier drin hat. Ja. Hier werden Ante und Franzi hoffentlich im nächsten Jahr endlich Ja sagen können. Ich freue mich, dass einfach einmal alle, sozusagen eigentlich unser gesamtes Leben, mal an einem Ort zusammen sind. Die kommen alle für uns. Und das finde ich, oh Gott, genau. Die kommen alle für uns. Und das ist so besonders, ja. Marian hat Angst um die Ringe. Die Ringe sind noch nicht da und der andere Trauzeuge. Ich suche noch meinen Trauzeugen. Ich habe ihn gerade versucht anzurufen, er hat sich noch nicht gemeldet. Aber ich habe schon gehört, dass er irgendwo hier schon gesichtet wurde. Alles gut? Viel Glück? Ich weiß ja, was ich sagen muss. Ich finde das einfach ein schöner Beweis, zu sagen, das ist jetzt der Mann an meiner Seite für mein Leben. Dass man seinem Partner sagt, ja, ich will dich heiraten. Lieber Herr Rösner, lieber Herr Köhlel, verehrte Trauzeugen, liebe Gäste. Schön, dass Sie alle hier sind und Sie ganz besonders. Wir gehören fürs Leben zusammen. So, und es ist dann nicht mehr mein Freund oder mein Partner, sondern es ist mein Mann. In der langen Zeit des sich Kennenlernens wurden sie beide zu Lieblingsfreunden. Lieblingsfreunde. Das klingt zunächst einfach erstmal nett. Ich finde aber, dass Lieblingsfreunde viel, viel mehr sind als nur nett. Das Schönste, was uns nämlich widerfahren kann, ist ein Partner, der bei aller Zuneigung auch der allerbeste Freund ist. In diesem Sinne werde ich Sie jetzt einzeln und nacheinander fragen, ob Sie die Ehe miteinander eingehen möchten. Und weil das so feierlich ist, bitte ich Sie, sich von den Plätzen zu erheben, die Trauzeugen dazu. Ich frage Sie, Bastian Rösner, wollen Sie mit Marian Köhlel die Ehe eingehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Ich frage Sie, Marian Köhlel, wollen Sie mit Bastian Rösner die Ehe eingehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Nachdem Sie einzeln und nacheinander meine Frage mit Ja beantwortet haben, dass Sie die Ehe miteinander eingehen wollen, erkläre ich Sie nun wer Kraftgesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Es ist passiert, Sie sind verheiratet. Ich mach mal einen, den Ja. So, genau. Das ist jetzt quasi der nächste Meilenstein unserer Beziehung. Das nächste Level. Ja. Im Herbst werden Marian und Basti noch ein großes Hochzeitsfest mit einer freien Trauung feiern. Schön, dass die sich gefunden haben, alle beide.
Auch für Nadia und Thomas ist es endlich soweit. Ich werde mit Sicherheit aufgeregt sein. Ich meine, man steht im Mittelpunkt und ja, ist halt ein super wichtiger Moment, auch vor dem Partner. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces for the places I can't read. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Liebe Nadja, lieber Thomas, nun ist er endlich da, euer Tag. So lange habt ihr darauf gewartet. Lieber Thomas, so frage ich dich, willst du Nadja mit ganzem Herzen lieben? Willst du für sie da sein, wenn sie dich am nötigsten braucht? So antworte mit, ja, ich will. Ja, ich will. Liebe Nadja, so frage ich dich, willst du ihn aufmerksam und sorgsam in eurem weiteren Leben begleiten? So antworte bitte mit, ja, ich will. Ja, ich will. Ich kann bei dir einfach so sein, wie ich bin, total unverstellt. Und ich weiß, dass du mich genauso akzeptierst. Außerdem liebe ich deine Genügsamkeit. Um glücklich zu sein, brauchst du nicht viel. Du gibst mir oft das Gefühl, einfach nur drüber froh zu sein, dass wir einander haben und wir uns notfalls gegenseitig aufbauen können. Du bist meine beste Freundin, mein Brudi und jetzt auch meine Frau. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft und auf alles, was kommt. Ti amo. Wir sind ein Team und zusammen schaffen wir alles. Danke, dass du immer hinter mir stehst. Danke, dass du mir mit deinen Umarmungen Kraft gibst. Danke, dass ich so sein darf, wie ich bin. Danke, dass du mir jeden Morgen Kaffee ins Bett bringst. Lucky day, no one makes me feel this way. Watch the waves and feel the sand. Kiss me now and take my hand. Laughing like the things you do, no one makes me feel this way. Doing things that feel so good. Hat's mir nicht so vorgestellt, ganz ehrlich. Ja, so die ganzen Details und die Liebe zum Detail. Ja, wie es halt zum Schluss alles sich in ein stimmiges Bild fügt. Das ist halt schon absolut abgefahren. Das ist unser Sechser im Lotto. That's the wonder.